Wunderschönen guten Hallo zu einer weiteren XCOM-Geschichte. Machen wir einfach direkt hier los hier mit irgendwelchen Scan-Sachen. So, ist Europa, Neu-Australien, da sind die Sachen. Haben heute gut Ja. gekämpft, Commander. Ihr Sieg ist wohl verdient. Aber das wird mich nicht entmutigen. Ich werde meine Mission unerschrocken fortsetzen. Rechnet 9. Marit. Ich weiß gar nicht mehr genau, was als nächstes auf der Agenda steht. Ich weiß nur, ich bin furchtbar unter mit der Technik. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Na gut. Jetzt brauchen wir noch einen Kommunikationsoffizier. Zum Beispiel Lieutenant Uhura. Ja, weiß ich nicht, setze ich hier jetzt schon einen rein? Noch nicht. So. Dann geht das schneller. Energie haben wir erstmal genug und jetzt ja, Gausswaffen. Da hängen wir dran. Dann sind die Snipers auch stärker. Hallo Doc. Ich weiß nicht, wo die Mannschaft dieser verdammten Advent-Burger. Bei der letzten verdeckten Aktion mussten unsere Soldaten einiges einstecken, aber das medizinische Team hat uns versprochen, dass alle wieder auf die Beine kommen. Ja, dann. Nö. So, alle Informationsbelohnungen werden um 10% erhöht. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Heute. Mehr Mobilität, das wäre schon cool. Aber ich glaube, ich will die Dingens hier wegschnetzeln. Oder? Ja, ne? Soldaten verwundet, Soldaten gefangen. Mehr Hacken. Boah, das war schon heftig. Upsa. Verwundet, verwundet, bereit. Wir haben ein paar Leutnantse. Die ist ja sowieso gerade irgendwie nicht verfügbar. Dann nehmen wir den. Oh, ich komme auf die rechte Maustaste. Dann hätte ich ganz gerne hier einen Spezialisten, der dann das Ganze. Also sein Hacken-Skill verbessert. Nicht diesen. Und dann brauchen wir noch einen Sergeant, um das Risiko aufzuheben. Er ist eigentlich ziemlich cool. Den mag ich gern dabei haben. Wir haben zwei Spezialisten, die dafür in Frage kommen würden. Lok Yang. Ja, dann gehst du da rein. So, 7 Tage, Ich befehle meinen Leuten, sich sofort auf den Weg zu machen. Dann läuft das. Der lustige Doc. Sie werden feststellen, dass unsere Ergebnisse alle Erwartungen übertreffen. So, jetzt haben wir Gauss-Gewehr, Magnetkanone, Temnotik-Gewehr. Ach, das ist für Vektor. Okay.
lass mal mit der Forschung beginnen. Neue Befehle, Commander? Ja, ihr sollt bitte Gegenstände herstellen, nämlich hier die Sachen hier. Mal. War noch nicht fertig, glaube ich. Hackwert wird erhöht und viele Fähigkeiten werden effektiver. Okay. Das hier für den Scharmützel, das machen wir vielleicht auch irgendwann, aber. Ja, das hätte ich auch letzte Mission gebraucht. Ach komm, machen wir einfach alles sofort hier. Tja, automatische Magnetpistole für einen Templer. Ja, komm. Rüstungen haben wir bisher noch nichts. Ich habe mich durch einige alte Dateien. So, Trümmer weggeräumt. Und mittendrin, ne? Baue ich da jetzt dieses GTS hin? Ich denke schon. Bau der Guerilla-Taktikschule eingeleitet. Mein Fein. So, dann weiter geht's. Strategische Ressource gefunden. Okay. Meine Geschwister haben ihren Zweck aus den Augen verloren. Erzähl nicht. Da sie sich leicht von ihren eigenen Ambitionen ablenken lassen, ihrem eigenen fehlgeleiteten Urteilsvermögen. Durch ihre Fehler werde ich als der wahre Auserwählte der Ältesten erstrahlen. Der rechtmäßige Erbe ihres Throns und unumstrittener Herrscher der neuen Welt. Wir empfangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Ich auch. Ich werde sie finden, Commander. Ohne weitere Verzögerungen. Das hier gefällt mir gar nicht. So viele Informationen schon gesammelt. Das hier ist auch echt. Das will ich nicht. Oh, jetzt können wir hier was Tolles reinbauen. Bis zwei Widerstandskontakte. Ja, ich glaube schon, dass ich das haben will. Gut. Okay. Sie sind der Boss. Jetzt. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, aber womit? Womit? Wir machen ja hier schon die Verschlüsselung kaputt. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen.
Jetzt kommt wahrscheinlich eine Cutscene. Oder auch nicht. Gut. Schattenkammer. Tja, machen wir hier den Widerstandsfunk. Unsere Wissenschaftler werden sofort loslegen, Commander. Offenbar war meine Vorgängerin bei... Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. Ja, aber dafür muss ich erstmal hier den Kontakt herstellen, Kollege. Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. Schön. Schön, schön, schön. Wir haben neue Informationen über die Außerwelten erhalten. Wir sollten sie nun leichter besiegen können. Wenn sie so weitermachen, dann nennen wir sie ehrenhalber noch zum Schnitter, Commander. Oho. Die Dinge laufen so gut, dass meine Schnitter neue Befehle entgegennehmen können. Unser Einfluss auf die Widerstandsfraktionen hat sie dazu bewegt, uns ein paar neue Informationen zu den Außerwelten zu geben. Das hier wird mir ganz gut gefallen. Ja, ich glaube schon. Forschungsdurchbruch für was? Waffenverbesserungen unendlich wiederverwendet werden. Das ist cool. Oh, wir haben hier noch keinen für geeigneten. Ja gut, dann machen wir erstmal was anderes. Ich glaube, diesen Einrichtungshinweis. Du gehst einfach mal hin und er braucht mehr Mobilität. Ich glaube, bei dir wäre es nicht verkehrt. Und 25 Vorräte geben wir auch noch mit. Ja, weiter geht's. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können Ihre Leute auch mithalten. Naja, es wird schon, wird schon. Was ist das? Achso, Widerstandsnetzwerk. Mhm. Eine Sache wollte ich noch nachgucken. Wir wissen bereits zu viel über unsere Operation, Commander. Wenn wir nicht eine gemeinsame, verdeckte Aktion mit dem Widerstand durchführen, um sie zu stoppen, werden wir in der Defensive enden. Was kann ich für Sie tun, Commander? Ja. Passt. Auch wenn es in den Städten auf der ganzen Welt Verbündete gibt, die ihr Wissen über die Pläne von Edwin zu gern mit uns teilen würden, werden sie aktiv von den Aliens verfolgt. Wissenschaftler, 74 Informationen. Die Sicherheit unserer Agenten zu gewährleisten, Commander. Viel Glück. ID VIP aus dem Edwin-Fahrzeug. Setze Kurs auf die indische Region. Indische Region. Ja, keiner von euch hat seinen Kollegen dabei. Perfekte Voraussetzungen. Hm. Wen hast du hier? Private Samuel Murray. Die sind noch verwundet hier. Er ist
Einsatz. Was mit ihr? Das bin ich. Warum kann ich die nicht mitnehmen? Was ist denn hier Samuel Murray? Nehme ich den mit? So vielleicht? Ich glaube schon. Wohl hier könnten wir vielleicht noch was machen. Ja, wir hatten noch keine. Ja, der und vielleicht. Die Flitzpiepe. Ja, dann können die vielleicht irgendwie Kameradschaft formen und so und alles wird super. Ja, ne? Sky Ranger eingesetzt. Ich hätte vielleicht noch deren Ausrüstung ein bisschen checken sollen. Hier Medikit geben für den Spezialisten und sowas. Der Sprecher hat uns von einer verbündeten VIP berichtet, die von Atlant festgenommen wurde und in einem ihrer Transporter durch das Gebiet hier befördert wird. Wir fangen den Transporter ab, um den Gefangenen zu befreien. Rechnen Sie mit Widerstand. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus. Ja, das mache ich. Hoffentlich nicht auf Zeit. Sowas kann ich nicht leiden. Menace 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Wir sind verborgen. Belassen wir es dabei. Okay. So. Da müssen wir hin. Wir machen das am besten von oben. On the move. Got some hostiles grouped over here. Mhm. Hätte ich dann anfangen sollen, die hier abzuschießen, aber ja, schauen wir mal. Go, go, go. Got it covered. Gut, die kann insgesamt ein bisschen weiterlaufen. Verstanden. Du kannst dich nicht verstecken. Habe ich eigentlich schon das verbesserte Vektorgewehr gebaut? Ja, ne? Mit Codex. Läuft er da rum? LKW sprengen ist halt schlecht, ne? Aber wir versuchen es trotzdem. Hm.
Vielleicht irgendwie so und dann darunter ballern. Heading there now. Nein, die haben mich entdeckt. Cover's blown. Das will ich vermeiden. Vielleicht dann hier hin, da wo glaube ich nicht. Ja. Ja, aber der hat keine Granate. On the move. Mal. Good copy. Moving on target. So, ne? Heads down. They're on to us. Ich weiß, wo du bist. Was kann der hacken? Die Tür oder was? Ja. Und das andere? Da ist so ein Turm, das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. So, flankiert durch hier. Ja, komm, machen wir mal. Check it before you get too close. 60. Wenn der nicht trifft, ey. Ja, genau so. Dadurch, dass die aufeinander hocken, wird das bestimmt darin enden, dass da Gift gestreut wird. Ich werde dich immer finden. C-Bombe? Die Schatten haben versagt. Oh. I'm gonna be sick! Ja, Waffen deaktiviert. Nicht gut. Tja, das Problem ist, ich muss die nachladen, um die halt wieder in Gang zu bringen. Aber ich sollte nicht hier drin stehen bleiben. Das heißt, wir streuen das vielleicht auch noch mal ein bisschen. Wir machen das nochmal von vorne und
ballern die direkt unten aus dem Haus raus und so. Ja, das wird super. Ach, ich habe sogar noch ein Zeitlimit. Ah, super gut. Habe ich gerade erst gesehen. Position confirmed. Got some hostiles grouped over here. Von da jemanden sehen, ja. I'm on the move. Du. Von da aus kannst du niemanden sehen, von hier aus kannst du einen sehen. Understood. Moving out. Du. Niemanden. Von hier aus einen. Natürlich dann ziemlich nah dran, ne? Von hier aus zwei. Auf dem Weg. Es gibt kein Verstecken. Na dann. Ist hier irgendwas, was wir fernzünden können? Die beiden Sachen, das Ding. Ach, das Auto da und... Das wollen wir nicht. Ich hatte gehofft, dass man das hier irgendwie zünden könnte. Geht da nicht noch irgendwie ein Schluck weiter hier? Nee, ne? Fangen wir mit ihm an. Adjusting aim. Cover the blast. What's on the way from the nest? Verrückte Zivilisten, ey. Na, einfach hoch. Nein, 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 das wollte ich doch gar nicht. Macht keinen Sinn. Eigentlich, ich muss da in 12 Runden, muss ich alle in der Extraktionszone drin haben. Vielleicht einfach eine Runde warten und ja, machen wir das dann auch. No need to ask twice. Ach, der Viras, hi. Das Ziel ist markiert. I'm on the move. Dann vielleicht so. On it. Ich suche hier Deckung. Roger, hold. Oh, die werden weggesprengt. Da sollte ich eine kleinere Granate nehmen. Ja.
Commander. So. Get ready for a surprise! They've got a position. Jetzt auch schon aufgedeckt? Nee. Wow, das ist nicht gut. Vielleicht irgendwie so und dann... Zünden wir das Ding hier einfach und dann springen wir alles in die Luft. Wechsle Position. Oh, da ist er aber auch noch mit hier im Beat, nicht? Hat aber keine Aktion mehr. Soll ich es einfach wagen? Versuchen wir es mal. I'll get him next time. Oh, einer weniger. Dann 12 Schaden. Unsere Welt ja. Ist gefährlich. Wir hatten nur 8 Schaden bekommen. So, deswegen. Was macht er jetzt? Okay. Dann gehen wir aber vorher noch ein bisschen weiter ran.